Okay, wir subtrahieren mal im Achtersystem. 2, 5, 4, 6, 1 minus 1, 7, 3, 5, 5. Okay, jetzt bitte die Seitengespräche einstellen. Danke. Wie legen wir los? Ja. Genau. Also, ich wiederhole nochmal. 1 minus 5 geht nicht, ne? Wenn man subtraktiv denkt oder manchmal denkt man auch additiv, von der 5 bis zur 1 kann ich nicht rechnen. Also muss ich von der 5 bis zur 1, 1 denken oder subtraktiv gedacht 1, 1 minus 5. Es gibt ja verschiedene Vorstellungen bei der schriftlichen Subtraktion. Das macht er in der Didaktik. Also 1, 1 minus 5. 1, 1 ist nicht die 11 im Achtersystem, ne? Sondern 1, 1 im Achtersystem. Man kann sich immer mal so eine Stellenwerttafel noch mal nebenhin machen, wenn man sich unsicher ist, was das bedeutet. Ne? 1, 1 im Achtersystem ist 9. So, das heißt, wir rechnen 9 minus 5 oder 1, 1 minus 5 ist, was kommt raus? 4, genau. So, und weil wir uns ja, da gibt es jetzt auch verschiedene Vorstellungen, ne? Kannst du dir vorstellen, wir haben uns jetzt hier ein Achter entbündelt zu 8 Einern. Oder ja, wir haben von der 5 bis zur 1, 1 gerechnet. Deswegen haben wir eigentlich, müssen wir hier noch einen Achter mehr abziehen. Ja? Deswegen müssen wir hier eine 1 in den Übertrag schreiben. So. Okay. Also, wir haben 1, 1 minus 5 gerechnet, das ist 4, müssen eine 1 in den Übertrag schreiben. Jetzt geht's weiter. Wie muss man jetzt rechnen? Ja? Genau, 5 plus 1 ist 6 und 6 minus 6 ist 0 oder von der 6 bis zur 6 sind es 0. Also das ist auch einfach, da müssen wir eine 0 einfach hinschreiben, fertig. Weiter geht's. Ist klar, von der 3 bis zur 4 ist es 1, 3 plus 1 ist 4 und dann nächste Stelle, jetzt ist es wieder spannend. Ja? Genau. Ja. Genau. Also ich wiederhole nochmal, von der 7 bis zur 5 geht nicht. Ne? Von der 7 bis zur 5 geht nicht, also müssen wir von der 7 bis zur 1, 5 rechnen. 1, 5 im Achtersystem ist 8 plus 5 ist 13. Also von der 7 bis zur 13 als Wert ist es 5. Und wieder 1. Okay, ich glaube, ich habe gerade versehentlich die Aufzeichnung gestoppt mit meiner Handfläche. Schauen wir mal, ob es geklappt hat. Okay, so, 6 kommt da natürlich hin. So, und jetzt, wie geht's weiter? Letzte Stelle. Ja? Ja, 2 minus 2 gibt 0. Genau, hier schreiben wir gar nichts mehr hin, ne? 2 minus 2 gibt 0.